Guten Morgen, wir sind hier auf der Bilanzpressekonferenz der Schaeffler AG in München. Mein Name ist Klaus Rosenfeld, ich bin der CEO der Schaeffler AG und möchte Ihnen in 5 Punkten berichten, was das Jahr 2017 für die Schaeffler AG ausgemacht hat. Punkt 1. Wir haben unseren Umsatz im Laufe des Jahres 2017 um 6 Prozentpunkte gesteigert und damit erstmals die Schwelle von 14 Milliarden Umsatz überschritten. Hier ist hervorzuheben, dass alle unsere Sparten und alle unsere Regionen dazu beigetragen haben. Zweitens, wir konnten unser Konzernergebnis auf 980 Millionen Euro, also knapp 1 Milliarde Euro, steigern. Das ist ein Plus von 14%. Auch das ist ein Rekordergebnis für die Schaeffler Gruppe, das sie bisher nie erreicht hat. Dazu kommt, dass wir rund 1,3 Milliarden Euro, das ist der dritte Punkt, in die Zukunft investiert haben. Für weiteres Wachstum, für Wert, den wir in der Zukunft mit unseren Kunden schaffen wollen. Der vierte Punkt, wir haben 3.500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, davon allein 500 hier in Deutschland. Das zeigt, dass die Gruppe weiter wächst und dass wir sehr gut im Geschäft sind. Und zuletzt, der fünfte Punkt, wir haben unsere Agenda 4+1, unser Zukunftsprogramm, weiter vorangetrieben. Mit diesem Zukunftsprogramm wollen wir die Schaeffler Gruppe auf die Zukunft ausrichten. Wir wollen beweglicher, schneller und mutiger werden.